jail! You miserable coward! Let me out! The sleeper demands to rise! The sleeper must wake up! The sleeper must wake up! The sleeper must... Nicht schön. Where's Mom? I thought I heard her voice. She's still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kind of looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Mom! Mom! Where are you? I'll deal with your brother. Just go, now. Okay. He didn't kill his wife. She was no longer who she once was. Neither was he. Some things losing all this pain and death. Some things becoming stronger. Okay. Also, nächstes Achievement. Wir hatten Depression und jetzt haben wir Anger. Sind das die einzelnen Zustände der Person? Ich kann mich nicht... Also, ich kann mich schon an die erste Person erinnern, aber sie sah für mich nicht sehr depressiv aus. Da hat man jetzt die Wut wirklich gespürt. Ich glaube, ich erspare euch mal den Teil und cut mal, bis ich wieder am Ausgang bin. Also, wir sehen uns in ungefähr 2 Minuten. So, da sind wir auch wieder. Ich habe jetzt nur eben den Weg rausgecuttet, weil den haben wir jetzt ja schon zweimal gesehen. Und ja, jetzt sind wir auch wieder draußen. Ach, ja, schon besser. Schon viel schöner. Ich frage mich echt, ob da oben noch was war. Wenn ja, dann ärgert mich nicht. Beziehungsweise, boah, es ist laut. Es ist so laut. Das Wasser ist so laut. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die Story wirklich eine Richtung hat. Hallo? Ja, ich will die Tür gerne öffnen. Dann halt nicht. Nee, das aus, darf ich. Dieses Wasser ist so laut. Hilfe. Okay, ich kann die Tür nicht öffnen. Das ist schon wieder so ein komisches Häuschen. Von dem auch keiner weiß, was es ist. Also irgendwas besetzt die Leute hier im Dorf. Dorf. Schon wieder ein Haus und werden ein... Ich werde jetzt erstmal noch nicht erkunden, sondern erstmal ins Haus gehen. Weil ich echt das Gefühl habe, ich verliere mich so ein bisschen in dieser Welt. Untersuchen. In der Wand montierte Kiste. Axtfeuerwerk. Also, ich will ja jetzt nicht sagen, aber ich bin nur in dieses Haus reingelaufen. Und wie fällt ihm dann auf, dass da eine verdammte Axt fehlt? Verdammt, ich hab schon wieder verkackt. In einem Haus. Auf dem Boden. Also das ist teilweise echt ein bisschen strange. Du läufst in das Haus rein und... Ah! Da fehlt die Feueraxt!
So, ohne irgendwelche Anhaltspunkte. Zerstört von innen, von außen. Verdrehen Gewalt, Verzweiflung, Wut. Kaputte Tür. Okay. Ah, gut. Da ist die Feuerachse und da ist ein Leichen. Das ist die Axt. Stifterhalter. Stolz. Etwas hastig genommen. Ja. Eine Schere. In einem Aufzug oder so. Opfer in die Enge getrieben. Durchstochener Hals. Keine Ahnung. Das kann ich nicht. Also wurde er von hinten überrascht. Okay. Irgendwer hat die Tür mit der Axt eingeschlagen, die dann weggeworfen und ihn dann ermordet? Ich glaube nämlich, da hinten in diesem Fahrstuhl ist das, was wir suchen sollen. Ich jetzt erst echt nochmal nach da hinten. Ich glaube nicht, dass da noch was ist, oder? Ich weiß nicht, was dieses Geräusch zu sagen hat. Dieses... Ist das eine Violine? Ich glaube keine Violine. Dieses... Drin. Ob ich irgendwas finde oder so? Okay, hier komme ich nicht hoch. Okay, das ist schon mal gut. Also haben wir nur das Haus hier. Vorne den Aufzug. Ja, dann würde ich mal sagen, schnappen wir uns die Schere im Aufzug. Nein, ich möchte nicht nach oben. Schere. Und wieder zurück. Wir können jetzt auch wieder nach oben fahren und da weitersuchen, aber ich möchte jetzt erst mit dem Mordfall hier unten klären. Weil in diesen Dokumenten stand ja noch, dass irgendeine Brennerei da abgefackelt ist. Und wenn ich mich nicht täusche, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir die jetzt auch noch finden werden. Weil wir bis jetzt alles gefunden haben, was in diesen Briefen drin stand. So, die Schere gehört dahin. Und jetzt dürfen wir herausfinden, was mit ihm hier passiert ist. Okay. Draußen. Ist auch komisch, dass es keine Kampfspuren gab für mich. Es muss doch Kampfspuren gegeben haben. Ja, er hat ihn ja abgestochen. Und dann hat er die Schere genommen und ist nach oben geflüchtet. Er hat die Axt. Axt. Mir fehlt noch was. Ach, Mine. So. Eins. 2 3 Also, wenn ich 1 und 1 zusammenzähle, müsste das. Oh Gott, das ist Musik. 4 und 5. Where's my mother? Why are you standing in the sleeper's way? She had an accident. Travis, put down the axe.
accident. I didn't want her to get hurt. We're all so sick, you know? Since Ethan found that room. Where's Ethan, goddammit? Talk to me! Okay, okay! He wants to burn Vandegrift's room. Look, Travis, just leave me alone! Oh god! Oh god! The sleeper chooses vessels. You know that? To enact his wishes? He chose Mom. He chose me. Son, I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? Yes. Oh. It didn't have to be this way. You could have helped the sleeper, helped us. Your mom's right. You're a coward, and you'll be meeting Ethan again soon. Bis jetzt hatten diese Sequenzen immer noch was mit Ethan zu tun. Und Ethan scheint ja angeblich dieser Auslöser für das alles zu sein. Jetzt kommen wir auch in das Haus rein. You disturbed me. No. Travis, we can't get rid of it. I know exactly what we're up against. Don't listen to what's in your head. Bargaining. This sleeper was feeding on them. Their hate, their distrust. Ethan's father figured suicide wouldn't feed it, but it did. I could feel it sitting somewhere out there, fat as a bullfrog, digesting. Okay. Gibt es hier noch irgendwas zu finden? Scheint nicht so. Also diese Endszenen hatten immer irgendwas mit Ethan zu tun. Travis ist jetzt, habe ich jetzt auch gemerkt, Ethans Bruder. Und Travis ist anscheinend auch vom Schläfer besessen. Die Mutter war auch vom Schläfer besessen. Der Opa anscheinend nicht. Ich das richtig im Kopf habe. Kommen wir an die andere Flussseite? Kommen wir da rüber? Irgendwie. Okay, will ich nicht. Aha. Können wir denn was machen?